Walter Dettling, Sie sind seit mehr als 20 Jahren in der Informatikausbildung und Weiterbildung tätig. Was sind die größten Herausforderungen im Berufsfeld Informatik? Die Informatik ist heute eigentlich ein sehr breites und gleichzeitig auch ein sehr schon vertieftes Fachgebiet. Ich würde das, um das zu erklären, am liebsten mit einem Baum vergleichen. Dieser Baum Informatik ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Wir können ihn aber immer noch zurückverfolgen auf einen Stamm, auf eine Wurzel. Und das, was wir heute in den Medien, in den Fachzeitschriften jede Woche lesen, was das Neueste ist, das könnte man mit Blättern und vielleicht ab und zu auch mit einer Blüte an diesem Baum vergleichen. Die Herausforderung als Berufsinformatiker tätig zu sein, besteht jetzt darin, dass jeder Berufsinformatiker irgendwo in diesem Baum arbeitet, an diesem Baum. Das Bild, was wir in den Medien bekommen über die Informatik und das, was in der Realität der Berufsinformatik stattfindet, die haben schon etwas miteinander zu tun, aber die meisten Berufsinformatiker sind nicht da an der Front, wo es jetzt gerade blüht, bei Facebook, Google, bei Mobile Apps tätig, sondern sie haben eine Aufgabe, die etwas mit diesem Baum zu tun hat. Das heißt, sie unterhalten Hardware, Netzwerke, sie entwickeln Software-Systeme und so weiter. Und in diesem großen Umfeld als Informatiker seinen Platz zu finden, ist wirklich eine Herausforderung. Denn als Beispiel muss man aufpassen, dass man nicht auf einem Ast sitzt, der langsam abstirbt. Ich möchte da ein Beispiel bringen. Wenn Sie heute in einem Jobportal nach COBOL-Programmierer suchen, dann habe ich jetzt gerade vorhin noch gemacht, dann finden Sie vielleicht 50, 60 Jobangebote. Wenn Sie nach Java suchen, sind es 3.500 Jobangebote für die Schweiz. Also wir sehen, COBOL gibt es noch und es gibt Leute, die verdienen gutes Geld damit. Aber in COBOL werden sie in den nächsten 10, 20 Jahren keine Zukunft mehr haben. Und das, denke ich, ist eine der Herausforderungen, dass man weiß, wo man arbeitet. Man muss da was verstehen und trotzdem sich nicht ablenken lassen von dem großen Geräusch, was uns die Medien vermitteln, und gleichzeitig aufpassen, dass man nicht auf einem Ast sitzt, der vielleicht demnächst abstirbt.